Bonjour et bienvenue dans la Glouglou Box. Diese Monat wir sind in die Bombe de Venise. Das heißt, wir sind in ganz Südfrankreich. Letzte Monat, wir waren rechte Seite auf dem Fluss bei Irak. Diese Monat, wir sind linke Seite aus dem Fluss bei neben Orange, Avignon. Deswegen die Name Venise, das kommt von Venise. Wir waren die alte Name von dem Region von Avignon. Wenn Sie sehen, wie bei dem schönen Rotwein von die Weingut La Croix des Pins, wir haben hier wieder diese sehr schöne Flasche von Bombe de Venise, sehr traditionell, mit wie immer untergeschrieben Bombe de Venise. Nur diese Flasche ist ein Kunststück, das sieht aus ein bisschen wie die Flasche von Châteauneuf-du-Pape oder Gigonda sehr manchmal. Und diese Wein ist von einem tolles Weingut, was, wenn Sie sind schon Kunde bei Maison Therese Weinhandel, Sie kennen schon, weil François-Xavier Lambert, dieser Weingut, macht eine unglaublich Côte du Rhône, der ist ein Highlight bei uns ins Geschäft. Und vor kurzem hat uns geschickt diese Bombe de Venise. Und ich muss ehrlich sagen, wir waren sehr gut überrascht. Nicht von der Qualität, weil Jean-François Grave, er ist die Winzer von diesem Weingut, macht nur super Qualität. Wir sind ziemlich Fan geworden von ihm. Aber wir waren überrascht, wie diese Wein, trotz wir sind in dem Süden, trotz wir haben 40 Grad die ganze Sommer, trotz es gibt keinen Tropfen Regnen in die ganze Sommer, wie frisch bleibt dieser Wein. Wir haben sicher durch die Grenache, die rote Früchte, durch den Syrah, wirklich die Gewürzaromen. Aber ein Wein, wo, wenn du probierst es, du glaubst nicht, dass du hast nur ein Klima wie in dem Nevada. Du glaubst wirklich, wir kennen fast ein Tick nördlicher aus dem Rhône. Etwas, wo die Beispiele wie die... Wie kann ich das sagen, wie die Ermitage, das ist nicht in dem Niveau wie ein Ermitage, aber nur wie die Struktur, wie diese Weine, das heißt ein Tick frischer, etwas länger. Das war für uns etwas absolut zu präsentieren in die Box und wir sind sehr, sehr, sehr stolz zu das geben diesen Monat. Nur den Wein braucht ein bisschen Luft, wenn Sie ihn öffnen, ein oder zwei Stunden vorher. Und dazu ein super Lammgericht, kein absoluter Traum. Oder wenn das ist bald Zeit für Grillen, wenn Sie grillen Fleisch, wenn Sie grillen Gemüse, dieser gerochte Geschmack wird ein Traum zu diesem Wein. Absolut kein Säure, absolut kein Tanninen. Das ist ein echter Glouglou Bombe de Venise. Perfekt in unserem Glouglou-Box. Viel Spaß, les amis. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. À bientôt. Tschüss. Was macht Papa als Beruf? Der Kaufmann.